Vrishapada Kshepasana ist das Hin- und Herbewegung der Beine wie ein Stier. Vrisha heißt unter anderem Stier und Raffaella zeigt, wie es geht. Lege dich auf den Rücken, falte die Hände und gib die Hände hinter den Kopf oder den Nacken. Du kannst dabei auch den Kopf etwas heben und die Ellbogen zusammenbringen, so nah wie es geht. Wenn es geht, sogar die Ellbogen ganz zusammen. Dann hebe ein Bein hoch und lass das andere Bein unten. Und jetzt mache mit dem Bein, das oben ist, Radfahrbewegungen. Und das gilt dann als Vrishapada Kshepasana. Mach das einige Male und anschließend mache es mit dem anderen Bein. Diese Stellung ist zum einen gut für die Bauchmuskulatur, sie ist auch gut, um Hüften und Knie, letztlich die Gelenkflüssigkeit zu aktivieren, was langfristig gut ist für die Gesundheit von Knien und Hüften.